Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Und nun, heute ist es endlich soweit. Wir sind eingemauert. Letztes Mal habe ich ja hier unten fertig gemacht und seit der letzten Folge habe ich auch hier im Westen zugemacht und hier unten eine Mauer gezogen. Sieht so aus, als hätten wir da irgendwo noch ein Nest drin. Aber heute geht es wieder daran, etwas Neues zu bauen. Und zwar müssen wir an die gelben Flächen rangehen, denn wir sind nicht mehr an Forschen. Für die gelben Fläschchen brauchen wir aber zuerst Leichtbauteile. Das heißt, die brauchen einiges an Kupfer. Das bauen wir hier auf dieser Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leichtbauteile. Dann hier ein volles Band mit Kupfer rein. Wo muss ich das rausnehmen? Ja, hier unten. Nicht von der äußersten Bahn, sondern von der zweitäußersten. Dann brauchen wir hier noch Stahl und Plastik. Hier müssen wir Plastik ranmachen. Anders geht's nicht. Das heißt, hier kommt dann Stahl ran. Auch das ziehen wir bis hier hinten durch. Und dann gegenüber nochmals. Das gleiche, dann hier rein, und wie üblich gehen mir irgendwas aus. Gut. Dann hier. Ja, die Fließbänder sind auch alle. Dann lohnt sich wenigstens da mal nach runter zu gehen, um sich wieder einzudecken. Also, Fließbänder. Das sollte genügen. Hier außen kommt natürlich eine Ausladung hin.
dann brauchen wir nur noch Strom für das Ganze. Wenn ich die auf die andere Seite mache, hier Tunnel rein, einmal in die Mitte, hier auch, so. Und da haben wir auch die. Das war die erste Hälfte. Und normalerweise, wenn ich Fläschchen mache, produziere ich ja alle Vorprodukte als Teil der Fläschchenproduktion. Aber ich denke, hier in diesem Fall machen wir das anders und nehmen die Ingredienzien gleich vom Band, so wie wir sie kriegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nimmt das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, dann hier Mitte auch wieder zwei Fließbänder. Ich glaube, von den Leichtbauteilen brauche ich am meisten. Hier unten kommt einmal das. In Flugrobotergestelle. Sind hier drüben. Dann brauchen wir noch ein bisschen Verlängerung. Wir haben schon eine Menge an Dinge hier auf dem Bus. Die meisten werden wir an diesem Punkt wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen. Natürlich sind es diesmal die Untergrundfließbänder. Es mangelt an Kupfer, dass wir auch ordentlich grüne Schaltkreise bekommen. Aber eins nach dem anderen. Zuerst gelbe Fläschchen, danach in der nächsten Folge kümmern wir uns um die Optimierung
Und hey, das funktioniert ja wie geplant. Kümmern wir uns in der nächsten Folge um die Optimierung von unseren verschiedenen Schmelzen und was wir sonst noch haben. Auch gleich mal einstellen. So, hier die Ausladung, das ging ja schnell. So viele Fließbänder verbraucht. Wenigstens komme ich so auf meine Schritte. Gut. Eine Holzkiste. Und dann gehen wir hier mit mal hier rüber. Nein, 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 nein. So, Tunnel will ich hier. Und dann hier müssen wir auf die andere Seite ran. Ja, mal außen rum. Die sollten wir ja nicht mehr benötigen. Und dann klemmen wir die hier an. Und das sollte dazu führen, dass wir mit gelben Dingern forschen können. Und wir machen zuerst mal die Kisten, weil ich brauche die Anforderungskiste, um da etwas
um hier unten sicherzustellen, dass uns nicht der Strom ausgeht. Wir haben noch. Gut. Bevor ich aber hier sicherstellen werde, dass wir immer genügend Material anlegen haben, werde ich mal schauen, wo denn da unten noch die Alien-Nester sind innerhalb von unserer Mauer, damit wir ein sicheres Leben führen können. So. Okay, das macht noch nicht alles ersichtlich. Aber hier unten, das sieht doch schwer nach. Da kommt eine Horde. Und sind meistens Spucker. Sind nicht so schwer zu um die Ecke zu bringen. Aber die haben natürlich auch können uns von weiter hinten um die Ecke bringen. Ich habe nicht mehr allzu viele Fische. Aber ich denke, hier für diese zwei Nester sollte es reichen. Gut, die Nester sind weg. Jetzt sind es nur noch die Würmer. Und was ich finde, funktioniert am besten, wenn wir zuerst die Kleinen aus dem Weg schaffen. Die spucken auch. Aber das sind dann schon einfach mal einer weniger oder zwei weniger in dem Fall. Und dann begeben wir uns einfach mal hier außer Reichweite. Versuchen von einer anderen Richtung ranzukommen. So, der Große ist weg. Und da bleiben wir einfach stehen, bis er spuckt. Und dann gehen wir einen Schritt auf die Seite. Sehr gut. Das Nest ist erledigt. Ich hoffe, das ist das einzige hier unten. Gehe mal zurück zu meinem fahrbaren Untersatz. Und dann fahre ich bis ganz nach unten an die Mauern und platziere da auch noch ein Radar. Damit wir eine bessere Übersicht haben, was denn so in unserer Base abgeht. Oder es ist ja nicht alles, was wir eingemauert haben, effektiv Base.
in unserem Gebiet, das wir kontrollieren. Gut. Hier ein Radar und ans andere Ende auch noch eins. Wenn ich schon hier am Wasser bin, kann ich auch gleich noch ein paar Fische versuchen zu fangen. Einfach für den Fall, dass uns da irgendwann wieder Aliens in die Quere laufen. Aber nun sollten wir eigentlich okay sein. Nimmt das. Ja, hier. Unten sehen wir das meiste. Hier haben wir noch was zum Aufdecken. Aber wir sollten nun eigentlich nur noch Angriffe an der Außenmauer haben. Und die sind ja mit Lasertürmen gut bestückt, so dass ich mir da wenig Sorgen machen muss. Was mich allerdings ein bisschen irritiert, ist, dass unsere Forschung immer noch bei 0% ist. All die ersten gelben Fläschchen. Aha. Die müssten ja inzwischen wirklich auch unten angekommen sein. Aha. Da liegt das Problem. Gut. Sollte es aber bald losgehen mit der Forschung. Weiß nicht, ob ich bereits genügend gelbe Flächen produziert habe, dass diese Forschung durchläuft. Aber wir sollten doch zumindest bald sehen, dass das auf die Reihe kommt. Und es läuft zumindest an. So. Ja, die gelben rein. Sehr schön. Gut. Dann wäre es das gewesen von dieser Folge. Nächste Folge optimieren wir. Also, bis dann und tschüss.